Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Abo. Galactic Survival. Jo, da habt ihr schon den Revano gerade gehört. Und zwar ist nämlich der Onkel und der Revano wieder dabei. Diesmal fange ich mal mit dem Revano an. Hey, hallo liebe Leute. Yes, I am here. Der steht nämlich auch gerade direkt vor mir. Ey, land und mal. Natürlich ist der Onkel auch da. Bisschen weiter runter. Ich will mal auf dich springen. Yes. Geil. Geh mal nach oben, bitte. Geh mal nach oben, bitte. Boah, geil! Du kannst mich transportieren. Das hat er jetzt mit Absicht gemacht, der Fötzenkopf. Alter, was sind das für Wörter? Also was sagt man nicht? Du musst sagen, Piepskopf! Piepskopf! Das seht ihr gerade bei mir und Revanos Aufnahme. Der Revano steht gerade auf beim Raumschiff. Ey, du sitzt gar nicht drin. Wie geil ist das denn? Ich sehe dich nicht da drin sitzen. Über mir. Ja, okay. Ich sehe dich nicht da drin. Aber es ist geil, bring mich mal nach Hause, bitte. Ich möchte jetzt den Part was anderes machen. Fahr mich mal nach Hause. Ich versuche es. Aber gut, mein Taxi ist dann noch hier. Dann wenn musst ich du mich jetzt nachher. Drehe, ja, ich drehe mich mit. Ah, nee, pass auf. Dann packen wir mal die Materialien jetzt rein. Materialien. Rein, Alter. Das war eine Combo, Alter. Habt ihr das gehört? Gesagt, das, nee, Materialien. Ja. Okay. Das hört sich an wie Aliens. Materialien mal rein. Oh, jetzt hast du mir ins Wasser geworfen, ohne Helm. Du Sau, du wolltest mich umbringen. Du bist ein Attentäter. Du altes Stück Elend. Geh mal vom Wasser weg jetzt. Komm mal aufs Was Land. Was macht denn ihr? Ja, der verarscht mich hier, der Junge. Der mocht mich alle. Der macht mich fertig, du. Packst du rein und dann kannst du mit dem Taxi weiterfliegen. Jetzt wollte ich gerade das Ding ins Triebwerk werfen. Ganz eigentlich könnte ich natürlich mit dem Raumschiff, bevor ich jetzt in den Orbit fliege, mal kurz über den Du haust gar nicht ins Orbit fliegen, ab. Um mal Ressourcen zu sammeln. Da könnt ihr, der fliegt jetzt nicht und sagt dann, wie toll das ist. Nee, wir gehen alle drei zusammen. Sondern, ich meine, alle Eisen einfach mal finden. Weil wir alle haben ja momentan kein Eisen. Ich komm mal hinterher, scheiße, ich kann nicht abheben. Ja, dafür muss ich aber das Schiff erstmal modifizieren, dass ihr auch noch Sitzplätze habt. Ja, das sollst du ja tun, das ist unser Ziel und die Mission. Dafür brauchen wir aber Eisen. Wieso? Ich hab dir doch was geschickt. Dann musst du Eisen scheißen. Wieso? Was machst du mit dem Eisen, Junge? Ja. Isst du das? Nicht nur ich, der Onkel verbraucht das auch. Naja, das war mir klar, dass der Onkel, wir brauchen viel Eisen. Mhm. Ja. Die scheiß Basis besteht aus Eisen, ihr kleinen Köpfe. Warte, lass mich kurz überlegen. Ey, wieso habe ich jetzt keine Waffen? Achso, die sind... Die kleinen Köpfe. Ja, aber stimmt nicht. Ich habe keine Waffe mehr im Inventar. Haben wir die? Das ist immer, wenn du im Fahrzeug sitzt. Achso, okay, ich wollte schon sagen. Leck mir am Arsch, ey. Hat der meine Waffen weggeschmissen, dann rass ich aus, ja. Ah, da steht's dann. Wieso steht da schon wieder New Basis? Sehr merkwürdig. Ich habe doch dort benannt. Ja, das ist ein bisschen buggy noch. Ja, weil du's war wieder egoistisch von dir. Weil das ist nämlich, nicht nur Revanus. Ich dachte, das ist für jeden einzeln, weil das letztens, ich dachte, das wäre für jeden einzeln sowas. Aber das ist cool, ja, dass ist das es doch auch. Für alle. Echt? Das warum ist das dann egoistisch? Weil das dürftest du doch gar nicht lesen. Ich hab doch bei dir. Ich guck deine Videos. Ach so, du hast bei mir das gesehen. Ja, lass es doch. Wow! Nee, das ist, ich hab einen geileren Namen jetzt. Ich wäre fast. Ich nenne es jetzt unsere Base. Hast du mich gerade gerammt? Oh, ich wäre fast gegen dieses Schutzschild geflogen. Ja, ich auch. Ich bin gerade gegen die Basis geflogen. Ich konnte nicht bremsen. Warte mal, hier ist ein Schutzschild links von mir. Macht ja nichts. Das ist ja nur ein bisschen. Ist hier gerade. Oh, Onkel, ich habe da so ein kleines Problem mit der Basis. Ich habe da ein Loch reingemacht. Was? Ich bin gegen die Basis mit dem Flugzeug und jetzt ist ein von diesen Balken ist weg. Was ist nebelig hier gerade? Was machst du denn, Revano? Ich konnte nicht bremsen. Ich habe nach hinten gedrückt, S gedrückt, aber es hat nicht gebremst. Lol. Der Lavaplanet geht bei mir gerade übel schnell auf. Was geht denn da? Ich dachte, wo ist denn hier ein Balken weg? Zeige ich dir gleich. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen, sonst sterbe ich. Leute, warum habt ihr denn... Boah, ich muss wieder jagen gehen. Hey, im Kühlschrank. Geh mal in den Kühlschrank, du Blödmann. Oh, genau. Da ist ja was. Der ist komplett voll. Mhm. Oh, ich habe ein Eisenlager. Ich habe nichts gesagt. Ey, Größe 9, guck mal. Ich glaube, da nehme ich dann direkt mal was mit. Ja, kannst du ja ein bisschen sammeln. Das ist arschweit weg von uns. Kannst du mal zeigen, wie du sammelst. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Was wollte ich sagen? Genau, ich esse jetzt erstmal mein Fleisch. Ich nehme jetzt aber nicht so viel mit, weil sonst... Sorry, ich sehe hier nichts, was hier weg ist. Komm mit, Onkel, ich zeig dir das. So, schön landen hier. Zack. Ja. Was bist du denn? Schleimmonster, hallo? Ja. Da bin ich gegengeflattert, Sorry, tut mir sehr leid. Ich habe gebremst, aber es wollte nicht. Weil jetzt hätte ich jetzt gelogen, dann hättet ihr mich angemeckert, weil ihr meine Parts ja guckt. Aber ich gucke deine Parts auch, Onkel, also ist es nicht. Mhm. Ich gucke also nicht alle Parts, das gebe ich zu. Aber ich gucke viele Parts, auch von dir, Gabax. Ach, shit. Oh mein Gott, der so muss er nicht gleich so nervös werden. Nein, ich werde gerade von so einem Vieh angegriffen. Ja, jetzt sind es wieder die Vieh, ja. Ich hab's nicht gemerkt. Ah. Ja, achso, du wirst angegriffen, merkst es aber nicht. Ah, okay. Ja.
Nee, ich gucke ja auch eure Parts, um einfach mal die Seite von. Ja, ich meine jetzt aber also nicht. Ich meine jetzt nicht die, also noch nicht mal unbedingt die ganzen Games hier, sondern ich meine auch andere Games, die du spielst und andere Sachen, so, weißt du? Was denn so? Ja, was du halt alles so hast, zum Beispiel auch das ganz große ja, Arg, um euch auszuspionieren und damit wir euch. Ah, okay. Nee, Quatsch, ihr helft uns ja. Ich sag nur, letzte Mal, ne, als sie uns abgesniped haben, dass die habt ihr ganz schön verjagt. Das fand ich ganz nett von euch. Und du hast noch nicht einmal, nicht einmal gemerkt, dass Gabax dabei aufgezeichnet hat, ne? Was? Der Gabax. Der Gabax. Wie er Videos guckt, ne? Die, der Gabax war doch dabei bei uns drin. Ja, er hat. Ja, aber das ja, habe ich jetzt. Er hat auch aufgenommen. Ja, ja. Der hat, sozusagen unsere Aufnahmepause aufgenommen. Genau. Zusätzlich noch. Das hast du auch noch mit drauf? Ja. Okay. Wo du sagst, ich muss extra pissen, wo, dann alle zu dir, wo wir alle zu dir sagen, jetzt verpiss dich endlich und geh pissen. Genau, nur noch fragst, darf ich jetzt auf Toilette gehen? Ach Mann, das war doch für die Outtakes. Ja, das ist schön. Das war doch das Making-of, Mann. Ja, genau. Und warte mal, was so. Also, Das Special quasi. Ja, ihr solltet also. Hinter den Kulissen. Ich finde das sowieso toll, liebe Leute. Ihr solltet bei allen mal vorbeischauen, weil wir haben ja auch noch andere Projekte und es ist immer wieder was Witziges, auch bei Onkel. Der hat ja noch ganz viele andere Sachen wie The Witcher und für die PS4 und so. Sehr, sehr tolles Spiel. Und falls euch das interessiert, könnt ihr zumindest mal reinschauen und dann könnt ihr immer noch sagen, oh nee, oder ja, warum nicht? Weil manchmal weiß man immer gar nicht so, was geile Games draußen sind. Ich habe das auch mal. Ich bin auf dem Kanal drauf, ich gucke, boah, was ist das für ein geiles Spiel? Bin ich erstmal hängen geblieben. Ist einfach so. Ja. Okay. Wobei bei Witcher 3, ich persönlich gucke es jetzt nicht bei irgendjemandem. Das machen ja einige, auch Chris macht es auch, genauso wie Onkel. Weil ich mich nicht spoilern lassen möchte, weil ich das selber ja auch spiele. Zwar nicht mehr so aktiv, aber ja, es wäre halt doof, wenn ich es dann bei am anderen gucke. Dann würde ich mich ja selber spoilern. Das ist ja doof. Wo ich jetzt gerade ziemlich hängen bleibe, ist Until Dawn. Das macht mir sehr viel Spaß und GTA ist ein sehr, sehr geiles Game. Und ich bin ja jetzt natürlich sehr froh, dass das jetzt endlich mit dem neuen Sound alles klappt. Und das macht natürlich dann ein bisschen was her. Es geht mir noch nicht mal darum, es geht mir einfach darum, dass es immer so kreischt und so, weißt du, dass ihr mich vernünftig versteht. Nicht mehr so krass bildet. Ja, und dass ich euch wehtue, weißt du, das ist ja, für mich ist das ja auch schlimm, wenn ich da mal, das ist ja für euch auch unangenehm, wenn ich die ganze Zeit ne, so kreische und sowas. Muss ja nicht sein. Genau, jetzt hast du ein schönes Mikrofon, jetzt hörst du dich richtig gut an. Ja, das Großmembraner. Genau, das T-Bone Steak, was mir der Onkel empfohlen hat. Frisch gegrillt. So, was und jetzt schreibt nicht in die Kommentare, hättest du auch einen Rote holen können. Klar hättest du sich einen Rote holen können, aber das ist nur Schwachsinn. Für einen Anfang, für ein Noob-Mikrofon reicht das. Ja, ja, also Noob ist es ja nicht. Ne? Noob ist es ja nicht. Ist doch schon was Edles. Ist es ja nicht. Dass es jetzt nicht edel ist, oder? Ist es schon mal. Ich meine, es lohnt sich ja auch nicht, irgendwie so ein übelst teures Mikrofon zu kaufen, wenn es das überhaupt nicht bringt, weißt du? Ich meine, in Form von, wenn man es nicht braucht. Schließlich machst du das nur hobbytechnisch und was sollst du ja so ein professionelles Mikrofon kaufen? Ja. Oh, ich träume trotzdem davon beim Rode. Aber das ist so die nächste Steigerung von meiner Qualität. Ich träume schon so ein bisschen von dem Rode, aber das wird dann erst die nächste Steigerung von meiner Qualität. Das dauert noch ein Stück, bis ich mir das kaufe. Okay. Ich bin ja momentan immer noch zufrieden mit meiner Qualität. Klar, es geht immer besser, aber da muss ich wieder extra Mikrofon aufbauen und sowas. Habe ich auch irgendwann gesagt, aber... Wieso nicht? Ach, macht euch mal keinen Kopf, das passt schon alles so. Meine Soundqualität ist jetzt auch nicht schlecht. Klar, sie könnte besser sein vom Mikrofon, aber es geht. Also, ich finde, dafür reicht's. Oder nicht? Ja, ich finde das sogar sehr gut. Hört sich echt gut an. Ja, für ein Headset ist das top, finde ich. Ja. Geht schon fast gar nicht besser. Oh, das, so, mal gucken, ob ich jetzt nach Hause finde. Boah, das duftet so geil hier, dieses Membran-Ding, wo ich hier reinflüster. Das ist so ein Neues, ne? Ja, ein Neuwagengeruch ist das. Ich würde mich, mich am liebsten reinsetzen und damit rumfahren, aber leider kann ich es nur beschnuppern. Alien und Zerfakt, wo sind wir? Alter, ich bin ja übelst weit weg jetzt von uns. Onkel, was machst du? Ich überlege gerade, wie ich den. Ich überlege, wie ich gerade den Gabax. Ja. Zähmen kannst. Wie ich den die Hebebühne machen kann. Okay. Du Baumeister. Weiß nicht, hatte ich schon ein paar Schrägen gebaut?
Ich habe mir welche gebaut. Ah, okay. Soll ich denn... wenn du landest, dann landest du ja von oben. Ne? Das heißt, genau. Ich kann ruhig mal wenigstens so eine einzelne Wand als Absteckung hinbauen. Drumrum. Ich produziere mal wieder ein bisschen Fleisch. Oder gibt's auch Zaun? Ich würde es erstmal nicht machen, weil es kann ja sein, wenn ich dann das größer baue, das Raumschiff, dass es dann auf einmal nicht mehr reinpasst, weißt du? Ach, das passt hier rein, ey. Leute, ich brauche Munition, liebe Leute, Damen und Herren. Munition. Vielleicht im Container noch? Und du solltest auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt alles herrichten, damit wir den Planeten verlassen könnten, weil wenn irgendwann mal die Ressourcen ausgehen, hängen wir auch fest, ne? Ach, die Ressourcen gehen noch lange nicht aus, Junge. Nein, Munition gibt's nicht mehr. Ist alles weggelutscht. Ich habe noch 92 okay. Schuss. Doch, warte hier. Was, du hast? Hier? Ja. Ich bin gleich da. Im Raumschiff ist auch noch was. Ah, das scheiß Headset. Ich muss jetzt noch irgendwas finden, kein Headset mehr im Kopf habe, dann geht's mir noch besser. Weil... Weil die Ohren einfach so quetschen. In ears. Ah ja, 165 Schuss, das kann ich mit leben, da kann ich mit in töten. In ears. Bitte was? In ears. Ich verstehe nicht. Was soll das bedeuten? In ear Kopfhörer. Ach so, was heißt das? Das sind, das sind ganz normale... Die du ins Ohr reinsteckst. Genau. Ah ne, das ist noch schlimmer. Dann lieber Mickey Mäuse. Es gibt doch jetzt schon Mikrofone, die... Ja, Quatsch, Mikrofone sag ich schon. Es gibt doch jetzt schon In-Ears, die sind gepolstert und sonst irgendwas. Also das hört sich auch richtig gut an. Ja, also In-Ears sind teilweise auch von der Soundqualität. Ja, das hört sich echt gut an, In-Ear. Der Rivano versaut. Ja, der Onkel, der versaut mich hier. Ich? Keine Ahnung, ich muss mich doch jetzt irgendwie rausreden aus dieser Situation. Warum muss ich denn immer wieder drum rein? Warum gibt es denn ja nicht sowas wie Zäune oder sowas? Das wäre cool. Brauchen wir jetzt mal. Ey! Sollen wir mal wieder Türen mit dich suchen? Oder? Ne, die sind leer, ne? Wenn wir die einmal ausgelutscht haben. Boah, du bist echt schlimm. Was ist denn jetzt wieder? Lass uns doch mal hier irgendwas mal zu Ende bringen. Boah, da oben ist die Landebahn. Wie geil. Ich spring mal jetzt hoch. Ja, ich komm. Machst du es bitte wieder an? Ich war das nicht. Ich auch nicht. Oh, ich weiß warum. Warum? Warum? Energie ist verbraucht. Oh, wie kommt man denn da hoch? Chewbacca. Durch Verarschen geht einfach die Treppe hoch. Ach, du hast eine Treppe gebaut. Ich wollte hochjumpen. Du hast ja auch dich nicht darum gekümmert, dass die Stromversorgung wieder im Takt ist. Ach da, ey, hast aber schön gebaut. Ja. Boah, ist das geil. Ah, das Spiel hat schon was, ne? Wir brauchen wieder Prometheum langsam. Prometheum, ich nehme mein Taxi und hole es. Ach so, stopp mal. Ne, passt. Prometheum. Genau. Sag das nochmal bitte. Prometheum. Prometheum? Nee, das Prometheum. Heißt doch, das heißt doch Prometheus, oder? Nein, Prometheum. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Zu wie viel Prozent? 100? Was? Zu wie viel Prozent? 100. Nee, das ist zu wenig. Damit kann ich. 200. Ah, ja, jetzt wird es schon ein bisschen wärmer, aber es ist immer noch 1000. Nur so. Oh, okay. 10.000. Ja, jetzt. Alter, du wirfst ja mit den Börsengeld herum nur. Was? Ich weiß auch nicht. Also, okay, Prometheus hast du gesagt, ne? Prometheum. Ja, Prometheus. Oh, jetzt hat er das Raumschiff schon hier oben geparkt. Ich kann kotzen. Ja, das tu es bitte. Hab ich gesagt, ich musste notlanden. Er hat gesagt, er muss kotzen. Jetzt, was ist denn da los bei euch? Gar so, nichts. Ja, wie viele Felder soll ich denn freilassen für unten drunter? 6. Ja, 6 klingt sogar. Nee, mach 3. Also ja. 1 dick, 3 lang. Oder nee, mach 5 lang. Damit man schön drunter. Du siehst es doch von der. Ja, 5 hätte ich auch gesagt. Ungefähr die Länge des Raumschiffes, ne? Du siehst ja hier die Länge des Raumschiffes. Also machst du so. Ah. Das kann ich so schlecht erkennen hier. wie das Raumschiff? 1. Meine Raum. 4. Mach vier lang. Alter, bremst doch mal durch. Also mach es insgesamt. Nee, 1 breit. Also 1 breit und 6 lang. Und dann machst du nämlich an den Enden, an dem ersten und an dem sechsten, machst du die schrägen, dass man runterlaufen kann. Ja, habe ich auch schon geplant so. Okay. Mhm. Kann man sich eigentlich ducken? Geht das? Ja. Wie ducken? Ich glaube auf C, oder? V? Nee. V, geht, drück mal V. Habt ihr das schon mal den Leuten gezeigt? Ja, natürlich. Diese GTA-Sicht. Aber wie kann man sich dann ducken? Ging das nicht irgendwie? Warte, es gibt da einen Zaubertrick. Ich verrate dir den. Ich gehe auf Einstellungen, auf Steuerung.
Zaubertrick. Ja, ich hau mal eben. Heokus Pokus Filibus, nach unten, Rennen, C, Jetpack, öffnen, Inventar, Karte, Steuertafel, Spielerliste, Ducken wird verboten. War was? Nix. Oh, Ducken ist verboten, ne? Ducken gibt's nicht. Weil, du musst dir vorstellen, du hast ja einen Raumanzug an. Ja, und du kannst die Beine nicht knicken, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Das ist du beim Pinkeln. Voll logisch, ja. Pinkeln geht auch nicht mehr. Das tust du aus der Nase dann hochziehen und rausspucken. Ja. Okay? Soll ich dir vormachen? Ja, bitte. Siehst du? Oh nein, jetzt habe ich bin Ferkel, ne? Entschuldigung. Nee, keine Ahnung. Ist leider nicht. Die haben sich gedacht, warum sollte man in einem Ballerspiel, wenn Drohnen auf einen schießen, sich ducken? Man bleibt einfach gerade still. Also, genau. Macht keinen Sinn. Ja, die haben sich, stell dich hin. Aber doch, lass wir haben uns. Einfach abschießen. Haben wir uns nicht mal hingelegt, Onkel? Also, haben wir das nicht im ersten Mal, wo wir gemacht haben, haben wir uns dabei nicht hingelegt? Also mir war sogar so, dass man sich wirklich tatsächlich ducken konnte. Gut, dass der Gabax das nicht so drauf gehört hat, das ist mir auch gerade so eingefallen, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also liebe Leute, ich rede jetzt von dem Spiel, das wollte ich jetzt nochmal betonen. Also. Natürlich. Nein, aber von denn sonst? Ich habe mir eine Erinnerung, dass wir uns mal hingelegt haben dabei. Ja, auf die Schnauze. Oder war das anders? Ich sammle hier aber nur Schotter gerade, das gefällt mir jetzt gar nicht so, weil du möchtest der große Schotter, Herr Geld? Und Gebieter. Was? Ja, wär das mal so, ich würde den ganzen Tag buddeln. Ich würde nicht mehr arbeiten gehen, ich würde nur noch im Garten buddeln, du. Ich würde doch die Zahnbürste im Mund lassen, damit die Oma sich nochmal erschreckt, aber genau. Ich würde buddeln. Ganzen Tag. Bürsten jetzt hier schon wieder. Ein Chamäleon. Passagier-Hossit. Ja, damit ihr mitfliegt beim. Ich bin absolut verwirrt, liebe Leute. Warum baust du denn kein Cockpit? Echt jetzt? Was schämst du dich nicht? Was ist denn los? Wir haben doch schon ein Cockpit. Nee, wir können ganze drei Cockpits machen. Jetzt sitzen wir irgendwo hinten. Na klar, da können wir auch rausgucken. Und so sitzen wir jetzt hinten irgendwo. Ja. Da könnt ihr auch rausgucken. Weißt du, wo wir drauf gucken, Onkel? Wir gucken auf die Box. Obwohl, wer hat denn gesagt, dass Gabax fliegt? Das Problem ist, dass die Cockpits viel zu groß sind. Deswegen muss es eine kleine Dicke. Ja, ich verstehe das schon. Weißt du, wir sitzen alle drei drin. Ich stelle mir gerade die Situation vor, wir sitzen alle drei bereit in der Maschine vorne, der Gabax als Pilot und wir beide sitzen hinten im Kofferraum und dann Gabax erzählt dann, oh, ich bin gerade hier in der Umlauf, ich gehe jetzt gerade so durch die Atmosphäre in die Umlaufbahn hinaus, schön das Weltraum und wir sitzen im Kofferraum, es ist schwarz. Ja, und das riecht auch noch gut. Das Weltall ist halt schwarz, ne? Ja, du hast ja gar nicht mal so Unrecht, aber du siehst dann noch die Sterne dazwischen, die anderen Galaxy-Quest-Leute, die dich abballern und wir sitzen einfach da und hören nur die Einschläge jetzt auf dem Raumschiff. Lässt du mich mal bitte an... jedes Mal bist du am Blockieren hier. Ja, weil... Onkel, lass Miranda, Miranda. Dein Generator? Der obere ist deiner, aber... Nee, den hast du dir gemacht. Nein, wir haben beide gebaut. Hört ihr diese kleinen Kinder, hört ihr das? Er hat mein Spielzeug geklaut, er hat an meiner kleinen Rassel gerasselt. Ich noch 10 Stück. 10? Nein. Alter, ich was? Erzählt ihr die geheimnisvollen Wunder der Natur hier? Ja. 4? Also, liebe Leute, der Onkel hat bis 10 zählen gelernt in der Schule. 2? Sehr bemerkenswert. 1? Ist schon mal weiter, als du kannst. Okay, kann man. Ich kann nur bis 11 zählen. Mehr habe ich nicht gelernt. Ich habe mir gedacht, bis 11, die Schnapszahl. Ich höre mich jetzt wieder meckern, pass auf. Wer meckert? Der Gabax, ja. Die Landebahn ist zu kurz, sie ist zu lang, der Haarschnitt ist nicht gut, der Balken ist krumm. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das sind doch völlig falsche Stellen, ich habe gerade ein anderes Problem, meine lieben Freunde, Damen und Herren. Verbaut. Und zwar, gut, dass mir, ich sag nichts. Was? Es gibt kein Prometheus, also Prometheus. Komm, ich hab einen scheiß Rumpfblock gebaut anstatt. Gewitter, Donner, Hagel, Rumpfblock. Was? Hä, das ist doch eigentlich richtig, oder? Ein Rumpfblock? Ja, aber das andere Problem ist, dass es kein Prometheus mehr gibt. Ich hab das schon aus. Ja, hab ich alles weggelutscht. Ist alles vorbei. Ja, klar, musst du eine andere. Es gibt doch mehr Quellen noch. Ja, ich hoffe. Dann such mal. Du bist doch hier der fliegende Taxiboy, der rumgucken kann, wo es noch eine gibt. Weißt du, was ich mein? Ja, natürlich weiß ich. Dann kann der Onkel nämlich in Ruhe rumböken und sammeln. Böken. Und bauen. Bauen meinte ich. Sammeln tue ich ja.
Okay, hier ist also nichts mehr. Die Prometheum-Stelle können. Ach, da hinten ist nein. Okay, dann fliege ich jetzt zu der anderen. Aber die ist direkt neben der Turmbasis. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein Alien-Artefakt sehen, liebe Leute. Das ist Zauberei. Okay. Und Was sagt denn der Part so? Was sagt der so? der sagt so, 2 Minuten. Schon wieder! Ja, Alter schon. Verfalter. Das Ja, bedeutet. Leute, Das ich würde bedeutet. sagen, ich weiß nicht, ob die anderen gerade irgendwas Wichtiges machen, Ja, ich wo fliege sie jetzt herum. das noch beenden wollen, oder ob wir das direkt jetzt schon zu Ende machen können. Ich muss ein bisschen nach Hast du eine schöne links. Waffe in der Hand? Ja, dann würde ich sagen, schaut einfach mal bei den anderen Warst du vorbei, dran? War aus ich denn der dran? Sicht der anderen. Ne, der Gabax war Könnt ihr mal dran. schön betrachten. Ja, ich bin hier. Genau. Der Gabax hat Und nämlich vom Raumschiff ihr könnt gestartet. natürlich auch einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen runter machen. Oder auch nicht. Und Nach ja, würde ich oben sagen, bitte. bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, das war ja Tschüss. richtig erotisch.